Ich stehe jetzt hier vor der Firma Spart und hier machen wir heute ein Interview. Ich bin der Laurenz. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Jörg Salzbrenner und ich bin hier Geschäftsführer dieser Firma. Über welchen Beruf reden wir jetzt? Über den Beruf, den wir jetzt sprechen, das ist der Beruf des Elektronikers für Geräte und Systeme. Danke. Welche schulischen Leistungen braucht man? Grundsätzlich ist das ein ganz normaler Ausbildungsberuf. Also das ist im Prinzip eine duale Ausbildung. Das bedeutet Berufsschule abwechselnd mit Präsenzanteilen in der Firma. Normalerweise wird für diesen Beruf eine mittlere Reife vorausgesetzt, also ein Oberschulabschluss, Mittelschule, Realschule. Vorteilhaft ist natürlich, wenn man gute Leistungen hat in den naturwissenschaftlichen Fächern, also Physik, Mathematik. Das ist, wenn man dort gut ist, würde Ihnen das auch leicht fallen, den Beruf zu erlernen. Wie lange ist die Ausbildung dann? Die Ausbildungsdauer beträgt 3,5 Jahre. Welche Art der Arbeit macht man da und mit welchen Werkzeugen arbeitet man? Die Arbeit an sich ist sehr vielfältig und interessant, beschäftigt sich dort mit elektronischen Schaltungen, mit elektronischen Bauteilen, führt Fehlersuche durch an elektronischen Geräten, entwickelt teilweise auch neue Geräte mit, erstellt Schaltpläne, Leiterplattendesign ist auch ein Thema, kann auch eingesetzt werden im Service oder in der Wartung. Also wenn irgendwo ein Problem an dem Gerät auftaucht, da kann der Elektroniker sich das anschauen, kann die Fehlersuche übernehmen und auch letztendlich dann das Gerät reparieren. Ja, die Werkzeuge, die benutzt werden, die Tools, ja teilweise ist auch viel am Computer, aber nicht nur. Man muss mit dem Lötgerät umgehen können, da ist auch Fingerspitzenarbeit gefragt, weil heutzutage die Elektronik doch sehr, sehr klein ist. Es ist auch ein Handwerk, sage ich mal so, aber auch gepaart mit Tools wie Computer, PC, Oszilloskope, also Messtechnik. Man muss verschiedene Messgeräte bedienen können und damit umgehen können. Also das sind so die Hilfsmittel, mit denen der Elektroniker da zu tun hat, um zum Beispiel auch eine Fehlersuche durchzuführen. Was gibt es in diesem Beruf für Weiterbildungschancen? Im Prinzip ist es erstmal ein Facharbeiterabschluss, wenn man den Beruf gewählt hat. Und da hat man natürlich auch die Möglichkeit, sich entsprechend weiterzubilden. Im Handwerk wäre dann der nächste Schritt, eine Meisterausbildung zu machen. Hier im industriellen Bereich wäre dann eigentlich das nächste ein Fachschulbesuch. Und dort kann man einen Abschluss als staatlich geprüfter Techniker erwerben. Das ist eine Ausbildung, die dauert nochmal 2 Jahre in Vollzeit. Es besteht aber auch die Möglichkeit, diese Weiterqualifikation neben der Arbeit zu machen. Dann dauert es natürlich entsprechend länger. Und nach dieser zweijährigen Fachschulausbildung erhält man dann den Abschluss als staatlich geprüfter Techniker in einer bestimmten Fachrichtung. Da gibt es die verschiedensten Sachen, zum Beispiel Energie- und Automatisierungstechnik oder Informatik. Das kann man sich dann raussuchen, je nachdem, wo dann die eigenen Präferenzen liegen. Und wie viel bekommt man für den Beruf? Ja, das lässt sich schwer sagen. Das ist natürlich auch abhängig von der Betriebsangehörigkeit. Ich sag mal, als Einsteiger, ich will jetzt mal irgendwie so einen Wert nennen, das beginnt vielleicht bei 2000 Euro im Monat und dann aufwärts. Ne? Mit steigender Berufserfahrung wird es dann mehr. Ja. Danke sehr für das Interview. So, wir sind jetzt in einem Geräteraum der Firma Spart. Was ist das für eine Maschine hinter uns? Ja, hinter uns sehen wir mal ein ganz praktisches Anwendungsbeispiel für unsere Antriebstechnik. Wir sehen hier ein Fördersystem von einem Kunden von uns. Das ist ein schienenbasierendes Fahrzeug. Also man sieht hier, das ist das Fahrzeug, das fährt auf einer Schiene und wird eben durch Antriebe von uns angetrieben. Das ist einmal ein Fahrantrieb, der dafür sorgt, dass das Fahrzeug sich vorwärts bewegen kann. Und dann haben wir hier unten noch ein Antrieb drin, der dafür sorgt, dass diese Lastaufnahme, wo man entsprechende Sachen transportieren kann, immer waagerecht bleibt, auch wenn das Fahrzeug zum Beispiel durch die Kurve fährt.